Guten Abend Leute, ich habe mal wieder ein Video aus der Promi-Welt für euch. Und zwar geht es dieses Mal um Til Schweiger, der aufgrund eines Posts auf Facebook nun vor Gericht erscheinen darf. Die Vorgeschichte: Vor der Bundestagswahl hatte Schweiger immer wieder gegen die AfD und deren Anhänger gepöbelt. Seitdem hielt sich in den sozialen Netzwerken ein Gerücht hartnäckig. Schweiger wolle Deutschland verlassen, solle die Partei in den Bundestag einziehen. Der Schauspieler beteuerte immer wieder, dies nicht gesagt zu haben. Und dennoch. Eine Facebook-Userin schrieb Schweiger nun an: Sie wollten doch Deutschland verlassen. Warum lösen Sie Ihr Versprechen nicht endlich ein? Ihr Demokratieverständnis und Ihr Wortschatz widern mich an. Schweiger antwortete: Hey Schnuffi, Date? Nur wir beide? Doch damit nicht genug. Er veröffentlichte die eigentlich private Konversation auf seiner Facebook-Seite. Die Frau fand das gar nicht witzig, fühlte sich nun in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt. Deshalb klagt sie vom Landgericht Saarbrücken auf Unterlassung. Der Termin am Freitagmittag wird spannend, denn zum ersten Mal trifft Schweiger persönlich auf einen seiner Online-Gegner. Das Gericht hat für beide Parteien persönliches Erscheinen angeordnet. Na, da können wir ja mal gespannt sein, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Abend und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.